Zuletzt bei Marvel's Avengers. Wir müssen an einen Tag zurückgehen, bevor er Monikas Zeitbrücke betreten hat. Du musst ihn abfangen, bevor er durchgeht. Ich verbinde dich mit Monikas Brücke. Wenn du hindurchtrittst, kommst du auf der anderen Seite in ihrem Labor raus. In der Vergangenheit. Zeit und Raum? Das sollte eine Überraschung sein. Zudem klappt es vielleicht nicht. Aber falls doch, halten wir Clint auf und zerstören die Brücke. Das sollte korrigieren, was Monika angerichtet hat. Versuch bei der Vernichtung der Brücke, die Zeitlinie nicht zu stören. Es ist riskant genug, aber was Monika macht, ist schlimmer. Okay. Ich habe so viele Fragen. Aber ich mag die Energie. Schalten wir das Ding ein, bevor ich es bereue. Katie? Oh mein Gott. Was machst du denn hier? Ich rette dich, du Idiot. Du verstehst nicht. Ich mache das freiwillig. Was? AIM hat Truppen entsendet, um die Geflohenen wieder einzufangen. Erklär's mir unterwegs. Wir müssen weg. Kate, es tut mir leid. Ich muss gehen. Du kommst besser zurück, hörst du? Ich versuch's, aber falls nicht... Nein, dieses Gespräch führe ich nicht, okay? Geh zurück zum Konvoi, bevor Monika merkt, dass du weg bist. Jarvis? AIM hat Truppen entsendet, um die Geflohenen wieder einzufangen. Schon wieder? Tachyonenimpulse. Meine Werte sind widersprüchlich. Die Störungen beeinflussen jetzt die Zeit. Und noch eine Welle. Suchen wir Deckung. Sofort. Okay, aber es ist halt genau so, wie ich es gesagt habe. Lull. Was sollen wir tun? Mich verwirrt gerade, wie... Welche Zeit sind wir gerade? Ist es immer noch vor dem normalen Einsatz von ein paar Parts der? Oder wie ist das jetzt? Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Bin sehr verwirrt, was hier gerade los ist, storymäßig. Also haben wir jetzt was geändert an der Timeline? Ist es wie ein Endgame jetzt, ne? Ich glaube, wir ändern wirklich die Zeit, ne? Müssen wir durch die alte, oder was heißt alte? Durch Monikas Zeitbrücke wieder zurück in unsere Zeit, oder wie? Rennt Widow jetzt so halb raus und... Ach man. Das Spiel ist teilweise so mystisch, Junge. Warum... Kamala. Kate, du willst das nicht hören, aber wenn Clint es nicht rechtzeitig schafft... Zerstören wir die Brücke. Ich weiß. Es tut mir leid, Kate. Dazu wird es nicht kommen. Ja, aber wenn doch... Ich schaffe das. Okay. Schalten wir diese Brechreizmaschine endgültig ab. Verschaff uns Kontrolle. Sobald sie offen ist, leg die Energiezellen frei, während wir Clint ermöglichen, durchzukommen. Sie
Sie müssen sich der Zeitbrücke nähern, damit ich einen Annäherungs-Override einleiten kann. Okay. Jarvis kümmert sich um die Security, während ich die Brücke öffne. Okay. Wir kriegen das Sicherheitseintrag hin. Verifiziert. Okay, 4-3. Wenigstens sieht man jetzt, wo welche Zahl ist. Das ist schon mal ein Anfang, Mensch. Und 3 ist da hinten. Achtung, Hacker nähert sich. Temporalübergreifende Koordinaten sind arretiert. Aktiviere chronostatische Stabilisierung. Kontrolliert die Brücke noch immer. Ich versuche. Verteidige die Brücke. Ich bin dabei. Das übersteigt ihr Verständnis. Sie werden sich mir nicht in den Weg stellen. Nicht autorisierter Kürzungsbegriff. Ich habe nicht um Erlaubnis gebeten. Haben die gerade durch die Brücke gelaufen? Komm schon. So. Aim-Hacker zerstören. Wo? Dass er auch mal hilft.
nicht der letzte von ihnen. Nicht gerade gesagt, irgendwie der letzte oder war noch nicht der letzte? Hab ich nicht verstanden. Was ist 2? Ah, wieso? Bin ich gerade 4 dran? wo ist 4? Ach, cool, er ist einem Kreis gelaufen. 4. Zwei. Eins. Dahin. Achtung, Hacker nähert sich. Temporalübergreifende Koordinaten sind arretiert. Aktiviere chronostatische Stabilisierung. Ich versuch's. Verteidig die Brücke. Das übersteigt ihr Verständnis. Sie werden sich mir nicht in den Weg stellen. Ich habe nicht um Erlaubnis gebeten. Ihre Experimente zerstören die Realität. Die Tachyonenstürme sind ihre Schuld. Das lohnt sich alles. Sie müssen es nur sehen. Zerstören. Die Verluste sind vertretbar. Nichts ist vertretbar. Was? Vier dahin. Bruder. Ah ne, erst 2. Hä, 2 jetzt nicht ringsrin, aber. Ach mein Gott, ey. Fünf ist. Hängt der da jetzt in der Luft?
Genie. Okay, Mist. Der neue Killbot ist anscheinend ein großer Avengers-Fan. Schild, Hammer, du hast bestimmt hinten noch ein paar Raketen versteckt. Kate, AIM hat die Brücke unter Kontrolle. Wir brauchen sie zurück, sonst können wir sie nicht öffnen. Oh Gott, den hat man schon in den Trailern gesehen. Das wird jetzt ehrenlos. Sehr ehrenlos. Aber wir haben irgendwie schon gut Schaden gemacht. Angeblich. Weiß ja nicht durch wen, aber egal. Oh nee, nicht noch eine. Nein. Das ist also die Waffe, an der die ganze Zeit gearbeitet haben, Mann. Wow. Wow. Der Welt scheint es also gleich mehrere gegeben zu haben von diesen Kree-Bots. What the hell? Gute Arbeit, Kate. Danke, dass du auf mich gewartet hast. Danke, dass du zurückgekommen bist. Ich muss dir erzählen, was ich gesehen habe. Das machen wir auf der Kamera, okay? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich brauche erstmal einen starken Kaffee, bevor ich über Zeitreisen sprechen kann. Ja, gut. Würde ich auch sagen, das war es erstmal mit diesem Part.
diesen Parts, ich weiß nicht, ob ich diesen Part hier überhaupt irgendwie eine Begrüßung gemacht habe oder so, weil ich nehme jetzt 2 Stunden auf und ich denke, ich kann da viel rausschneiden. Es ist halt die Frage, vielleicht ist es schon ein 3. Part, ein 2. Part, ich weiß es nicht, wie ich das jetzt zurechtschneide. Also, vielleicht war das hier jetzt auch ein sehr kurzer Part. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Ansehen, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen von diesem Let's Play. Bis dahin, ciao.